So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Tja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt gut ungefähr eine Stunde gespielt und leider vergessen, Play zu drücken. Yay! Gut, wo sind wir? Wir sind immer noch bei dieser coolen Mission, namens Das Bündnis. So, ich bin jetzt ein bisschen raus, weil ich jetzt für euch quasi neu anfange. Also, unsere Aufgabe ist quasi ja, unserem Partner zu 1000 Einwohnern zu verhelfen und selber aber auch 1000 Einwohner zu haben. Ich kann jetzt übrigens mal hier vielleicht auf Speichern drücken. So, Speichern. Spielstand gespeichert. Weil ich jetzt das Dorf hier unten abgerissen habe, ein paar unnötige Aspekte von diesem Dorf vernichtet habe. Das ist jetzt für mich eine reine Produktionsstätte. Hier oben habe ich dafür gesorgt, dass ich jetzt halt ein paar mehr Bürger habe. Momentan bekommen sie keine Baumaterialien, weil ich halt... Wenn mein Konstrukt gerade relativ stabil ist, ich habe hier noch zwei Tabakdinger hingebaut. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, ob ich die Tabakwaren hier nicht abreiße und ein bisschen verändere. Verändern will ich Folgendes. Verändern will ich quasi diese Tabakwaren hier vorne hinschieben. Wie gesagt, da bin ich in der Überlegung. Mir geht es einfach wirklich bloß darum, dass ich die Wege für den ein bisschen verbessere und damit halt die Auslastung hochfahre. Oder auch nicht, wie man hier sieht. Aber im Prinzip ist es egal. Im Prinzip ist es echt total Tonne. So, was wir halt jetzt machen, ist wirklich... Die Pest sucht eure Siedlung heim. Ja, und das ist genau das, was ich vorher ein bisschen spekuliert habe, wann ich denn mal einen Arzt brauche. Und ich brauche ihn jetzt offenbar und der kommt jetzt einfach hier hin. Zack. Weil ich vorher überlegt habe, hey, dann sind die hier ja nicht abgedeckt. Was ich ja so ein bisschen ungeschickt finde. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne meine Produktionsbetriebe ein bisschen besser verbinden. Ich habe Steinmetze gebaut, weil ich vorher zu wenig Stein hatte. Nach meinem Empfinden. So. Ich will jetzt hier wirklich ganz gerne so ein paar Sachen einfach verurbanisieren. So. Den da können wir eigentlich auch noch hier rüberziehen. Pam. Dann haben wir einfach so ein paar Dinge ein bisschen produktiver. So, und dieser Lauf hier, der ist auch ein bisschen dämlich. Deswegen würde ich das vielleicht mal so hinziehen. Und dann so. Und hier und hier. Und da. Genau. Das macht nämlich dann viel mehr Sinn. Gut, dann haben wir da hinten ein bisschen was erschlossen. Das ist mir jetzt gerade mal egal. Meinen Einwohnern würde ich jetzt eigentlich wieder Baumaterialien geben wollen. So, wir haben ein bisschen jetzt auch aufgepäpelt, unseren Bestand. So, ja. Und dann würde ich jetzt eigentlich versuchen zu wiederholen, was ich gesagt habe. Anno kam jetzt schon länger nicht mehr. Hatte diverse Gründe. Wie gesagt, Privatleben und so weiter. Prioritäten. Mich hat auch ein bisschen die Lust verlassen, muss ich sagen, weil Anno jetzt eigentlich wirklich schon sehr lange läuft. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, vielleicht ist für Anno ein bisschen besser geeignet, weil Anno halt manchmal so ein bisschen Längen hat. Vielleicht ist für Anno wirklich ein bisschen besser geeignet, wenn ich das mehr so sonntags mache, so als Sonntagsfolgen. Und dann halt die Zeit für eine Folge größer, eine Dreiviertelstunde ist. Und wahrscheinlich werde ich auch nur Einzelsitzungen machen. Oder Folgensitzungen. Und vor allem dann, wenn es irgendwelche Längen gibt, wo halt nicht viel passiert, außer dass ich jetzt halt wirklich laber. Das ein bisschen rausschneiden, runterstutzen. Ich mag das eigentlich nicht, aber ich meine, euch fehlt jetzt schon wieder eine Stunde. Eine Stunde, in der übrigens was passiert ist, das finde ich jetzt so ein bisschen traurig, weil ich jetzt halt auf so einem Stand bin, wo ich mich so ein bisschen stabilisiere. Was hier auch super dämlich ist, übrigens mit den Wegen gelöst. Bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich das nicht verändere.
Aber wie gesagt, gerade ist es relativ stabil. Wir könnten eigentlich mal Stoffe verkaufen. Wobei Stoffe gibt es eigentlich echt im Überangebot. Das heißt, komm, hey. Zack, weg mit dir. Hat einen Grund. Ich brauche den Platz für dieses Schiff, das ich jetzt übrigens mal reparieren möchte. Ein Schiff wurde repariert. Das ist schön. So, und dann würde ich mal Alkohol 10 Tonnen holen. So, meine Strategie eigentlich für diese Mission, also was wir ja als Mission haben, ist... Warte mal, das mache ich jetzt hier erstmal den da und den da. Und dann düsen wir nochmal zu dem, unserem Kumpel. So, die Strategie für meine Mission ist eigentlich erstmal unsere Aufgabe zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist ja, upsale. Das wollte ich jetzt gar nicht. Spiel fortsetzen. Der fährt jetzt weg, genau. Okay. So, also unsere Mission, ich wollte hier eigentlich hin. Unsere Mission ist ja momentan, 1000 Einwohner zu erreichen, von denen 250 Kaufleute haben. Das halte ich nicht für so kompliziert, muss ich sagen. Da oben haben wir unseren Arzt. Das halte ich wirklich nicht für so kompliziert. Wir können eigentlich mal hier hinten die Wegeführung ein bisschen verändern. Vielleicht kann ich da dann die Kirche hinbauen. Nein, wird nicht reichen. Obwohl, warte mal, vielleicht sogar quer. Wenn ich das jetzt so löse. Die Frage ist halt, wie groß ist da der Einzugsbereich? Es würde alle abdecken. Ja, das ist ja perfekt. Geht es so auch? Ne, so geht's nicht. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wenn wir dann... Also manchmal, das ist gehakelt, das nervt. So, ich bin nämlich gerade am Überlegen, weil manchmal... Ah, gut, es wird nicht alles abdecken. Die Leute da oben nicht. Aber hier könnte man theoretisch... Da könnte man theoretisch... Hier eine Kirche hinbauen. Da decke ich die da hinten wieder nicht ab. Also die Leute, die sind manchmal echt super doof. So, worum geht's denn eigentlich? Es geht ja im Prinzip darum, dass wir halt dadurch unsere Kaufleute aufbauen. Wenn wir dann diese Kaufleute aufbauen, dass wir dann halt wirklich auf diese 1000 kommen. So, also meine Idee ist halt wirklich, dass ich die, die 1000 Kaufleute erstmal halt meine Mission erfülle. Also wir brauchen hier keine 1000 Kaufleute, wir brauchen hier 1000 Einwohner und 250 davon sollen Kaufleute sein. So, jetzt bleiben wir mal konsistent und hören auf uns doch von irgendeinem Ihr werdet von Piraten angegriffen. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Die Pest sucht eure Siedlung heim. So, die Pest gerade ist mir egal, ich habe einen Arzt. Was war denn das jetzt? So, und meine Bürger verehren mich ja noch. Das heißt, ich sollte hier vielleicht irgendwo mal ein Denkmal hinsetzen. Zum Beispiel da. Ist mir ja egal, wo das ist. Das hat ja auch keinen Einzugsbereich, soweit ich das weiß. So, ja... Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich läuft alles ganz gut. Keine Ahnung, warum der so geil auf mein Kriegsschiff ist. Also, die anderen Schiffe lassen die Piraten interessanterweise in Ruhe, aber meine Kriegsschiffe scheinen sie zu mögen. So, und ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wo ich denn bitte die Kirche und das Bad hinbaue. Die Kirche können wir ja da oben hinbauen, dann haben wir halt hier unten nicht alle, aber wir brauchen ja eh nicht alle auf... Was ich dann halt hätte, wäre, ich hätte den da hinten halt noch aufgedönse. So, meine Kirche. Ist halt auch wieder gleich wieder ein ordentlicher Batzen an. So. Da kämen wir hin.
Das heißt, da würde ich mal ein bisschen randalieren. Dich und dich. Genau. Da hätten wir dann die Kirche und das Bad. Können wir ja auch mal gucken, wo wir das denn hin täten. Tätere täten. Das kann man ja theoretisch dahin tun. Weil wie gesagt, ich brauche ja nur 250 Kaufleute. Ich brauche ja gar keine... Ich brauche ja gar keine vielen. So, das heißt, da würden wir... Nee, das würden wir vielleicht so rum machen, ne? Oder vielleicht sogar so. Da hinten muss ja gar keiner hin. Das Einzige, was halt dann passieren könnte, wäre... Okay, der braucht eine Kirche und der braucht eine Kirche. Das heißt, das würde ich mit dem da oben sogar abdecken. Mit dem Bad würde ich ihnen quasi auch noch einen kleinen Bonus geben und die da hinten, die würden dann halt aufs Bad gehen und auf das größere Gotteshaus. Aber das wäre mir ja egal. Das ist ja nicht von Interesse für mich. So, wir sollten vielleicht langsam mal über neuen Alkohol nachdenken. Da müssen wir uns einfach mal nur angucken, wo wir den hinbauen wollen. Hier unten haben wir aber noch kein erschlossenes Gebiet. Dafür hätten wir Platz. Also hier könnten wir einen hinsetzen. Die einzige Frage ist, wie käme man da hin? Also wir könnten hier oben eine Werft, also nicht eine Werft, einen Marktplatz hinsetzen. Aber wenn ich hier hinten dann noch einen hinsetzen möchte, dann blockiert der quasi den Zuweg. Deswegen ist es eigentlich fast intelligenter zu sagen, wir bauen das Zeug hier oben hin. Dann kann ich hier nämlich die komplette Reihe zumachen. Und dann würde ich quasi sagen, dass wir halt hier... einen Marktplatz hinsetzen. So rum. Genau. So, dann können wir jetzt hier mal Bäumchen fällen. So. Hier noch ein bisschen. Genau. Und dann können wir hier unten mal gucken, wo wir denn unsere Weingüter platzieren wollen würden. Also hier käme auf jeden Fall einer rein, das wäre ja super. Bis zur Kante. Oberkante, Unterkante, das ist ja perfekt. So, dann machen wir das doch mal so. Lass mal hier sagen, yay. Und hier können wir sagen, 1, 2... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre das nächste. Und dann können wir die erstmal wachsen lassen. Können wir hier mal schauen, wie das mit dem Alkohol sich verhält. Der fällt langsam. Ist sonst noch irgendwas kritisch? Nahrung. Aber Nahrung ist nicht so das Problem. Das können wir nämlich hier kaufen. Und nach Hause fahren. Zumindest zur Überbrückung ist es nicht so dramatisch. Fahr mal los. So. Hier hinten würde ich halt ganz gerne diese ganze
Eisenschmiede-Kunstgedönse machen. Deswegen bin ich da erstmal so ein bisschen vorsichtig. Noch brauchen wir sie nicht, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, und bevor du jetzt weiter abhaust, würde ich ganz gerne zu dir sagen... So, falsches Schiff. Hier geblieben. Und dich möchte ich jetzt bitte rasieren. Genau. Dich möchte ich jetzt bitte ordentlich rasieren. Du bist einfach ein zu haariges Schiff. Zu viel mit Seetang geklüngelt. Was auch immer. Mein Schiff wurde repariert. Meine Fresse. Also manchmal, da sage ich einfach gar nichts mehr zu. So, herrliche Assoziationsstörungen. So, dann ist mal hier die Frage, sind die Trauben schon vorhanden? Geht's noch näher? Nee, noch näher geht's nicht. Zack, zack, das wäre zu klein für mich. Normalerweise mag ich das, aber wie gesagt, dadurch, dass das halt schon zu klein auf meinem Monitor ist, wegen Wine und so. Da müsste ich mir halt wirklich einen Monitor mit 1024x768 oder sowas einrichten und meine Monitore sind da 1200. So, wie auch immer, dann würde ich hier nochmal gucken. Da sind bereits Weintrauben dran. Und hier würde ich sagen, auch komm. So, also dann würde ich doch mal sagen, hey, geil, Weingut. Bam. Und bam. Und dann können wir jetzt erstmal anfangen mit den normalen Wegen. Und dann können wir sie versteinern. Ja, das war super. Okay. Also den müssen wir wieder abreißen und dann müssen wir da nochmal ein bisschen Wein hin. So. Und dann können wir hier mal die Abrissbirne ein bisschen flappen lassen. Da. 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 So. Da haben wir nämlich auch wieder Platz für Gezuppel. Und wir haben auf jeden Fall zwei Weinstöcke mehr, die uns dann mit Naturalien in Form von Alkohol versorgen. Was auch langsam bitter nötig ist, wie ich sehe. Gewürze passt noch, aber Alkohol wird langsam echt knapp. Okay. Dum. Dum, 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 dum. So, du läufst und du hast immer noch die Stoffe auf der Brust. So, dich würde ich ganz gerne auch mal kurz reparieren, bevor wir dich wieder weiterschicken. Du holst Lebensmittel, von denen ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele brauche. Genau. Ein Schiff wurde repariert. Das heißt, dich schicke ich auf den Weg. Dich halte ich zurück. Und wir müssen uns überlegen... Na, eigentlich müssen wir uns das nicht überlegen, weil der macht ja die Lebensmittel für uns.
Mit dem können wir uns ja später austauschen. Und weil wir hier natürlich auch Lebensmittel herstellen könnten, also das wäre ja jetzt nicht der Eck. Stoffe haben wir eigentlich auch genug, also momentan ist wirklich Lebensmittel unser Engpass. Und mehr brauchen wir ja momentan eigentlich gar nicht für den Aufstieg. Die einzige Frage, die ich halt noch habe, ist, habe ich noch irgendwo Siedler rumgeistern? Aber es sieht für mich gerade nicht danach aus. Ich finde gerade keine Siedler. Das würde auch erklären, warum ich genug Rohstoffe habe. Gut, dann würde ich doch mal eine Kirche hinbauen. Eine Kirche hier. Oder hier. Ja, das ist halt... Nö, ich würde die schon hier hinsetzen, oder? Kirche, da. Also eigentlich richtig wäre sie halt genau hier. Aber ganz ehrlich. Ich will bloß meinen Bedarf erfüllen und mehr möchte ich gar nicht. Und der Rest, der soll halt über Dings kommen. Über die Einnahmen von unserem lieben Kameraden. Zack, zack, zack. Ist da? Ja, genau. Den kann man noch wegmachen. Dann kann man hier noch sagen, du kommst weg und du kommst weg. Und dann kann ich jetzt mal das Bad angucken. Vielleicht wäre die Kirche da sinnvoller angebracht gewesen. Ist das Bad größer als die Kirche? Nö, ist es nicht. Die sind genau die gleiche Größe. So, dann sehen wir hier schon mal. Okay, wir hätten noch welche gehabt. Aber wir sehen hier schon mal, weil sonst wäre der Steuersatz ein anderer. Wir sehen hier, genau, da sind noch zwei. Ach, die haben keine Schule. Auch gut. Bildung ist halt nicht jedermanns Sache. So, auf jeden Fall sehen wir hier schon mal, dass... Gut, die Feuerwehr kommt von da. Die Felder verderben vor Trockenheit. Na, da kommt die Feuerwehr gar nicht hin. Auch in Ordnung. Der Arzt kommt da nicht hin. Dann verreckt er halt. Ist auch okay. So, und unser Alkohol baut sich langsam wieder auf. Ich meine, jetzt haben wir eine Dürre, aber das ist ja auch egal. Gut, dann können wir eigentlich hier schon gleich das Badehaus hinsetzen, oder? Arg viel mehr. Braucht es ja dann auch nicht mehr. Und das ist dann die Entwicklung, die wir haben wollten, um zu Kaufleuten zu kommen. Und wie gesagt, mehr möchte ich gar nicht. Die Kaufleute und dann reicht es auch schon. Dann bin ich auch auf meinen 1000 Leuten und ich denke, wenn ich die 1000 habe und die 250 Kaufleute, dann würde ich auch die Weiterentwicklung einstellen. Dann würde ich denn die Ressourcen eiskalt abdrehen. Weil wieso soll ich mich mehr um die Leute bemühen, als ich muss? Mir geht es halt wirklich nur darum, die Mission zu bestehen, weil wir ja in die nächste Mission kommen wollen. Und wenn wir die Mission bestanden haben, dann ist das doch alles völlig in Ordnung. Und dann wäre halt als nächste Mission die Piratenplage. Und die würden wir dann halt angehen. So ganz undramatisch eigentlich. Genau. Ganz undramatisch. Ja, und ich finde es jetzt ein bisschen schade, wie gesagt, dass ich es halt verpeilt habe, diese Aufnahme zu starten. Aber Cheerio mit O, so ist es halt. Kann man auch nicht alles machen. Kann man auch nicht alles haben. Kann man auch nicht alles alles. Wir bauen sukzessive unsere Inhalte auf. Und ja. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Gut. Was halt eventuell bei uns knapp werden wird, ist wahrscheinlich die Gewürze. Und die Lebensmittel. Genau. Also bei denen sehe ich schon, dass die knapp werden. Knapp werden.
Ja, Futur 2, klar. Oder Futur 1. Futur 1. Futur 2 wäre knapp geworden sein werden. Also Futur 2 ist quasi die Vergangenheit in der Zukunft. Also quasi die Angabe eines zukünftigen Zeitpunkts, von dem aus betrachtet etwas in der Vergangenheit liegt, obwohl es in der Zukunft liegt. Das müsste Futur 2 gewesen sein. Und Futur 1 ist einfach nur die Zukunft. Deswegen passt eigentlich ausgegangen sein werden werden. Ne, ausgegangen werden werden. Ja, ich habe das eine einfach vergessen. War schon Futur 2. Passt. Alles gut. Und die Sprachwissenschaftler unter euch, die können mich jetzt natürlich korrigieren, weil mein Deutsch natürlich eine mittlere Katastrophe ist, aber ich kann immer alles auf den Dialekt ausreden. Hey, ich bin ja als dialektiöser Mensch massivst geschädigt. Also ich habe quasi was soll ich sagen? Ich bin quasi Migrationshintergrund par excellence. Innerdeutscher Migrationshintergrund par excellence, weil ich quasi Vorfahren und Verwandtschaft aus dem Rheinland habe und Vorfahren und Verwandtschaft aus dem wie heißt denn das? Aus einem süddeutschen Raum, sprich schwäbische Landschaften. Gleichzeitig bin ich aber in preußischem Hoheitsgebiet, also in ehemals preußischem Hoheitsgebiet groß geworden, was auch eine gewisse Beeinflussung des sprachlichen Umfangs mit sich bringt. Insofern, also ich bin, ja, wie gesagt, wieso habe ich Tabak über? Waren die Tabakwaren mal voll? Die Tabakwaren sind voll. Da müssen wir was gegen tun. So, wir brauchen Tabakwaren. Von mir aus 50. Die sind ja voll. Alkohol ist nicht voll. Stoffe ist voll, aber da kann ich nichts gegen tun. Also kann ich schon, aber halt nicht direkt. Und ansonsten. So, was brauchst denn du? Du brauchst Tabakwaren, Gewürze. Oh, wow, wow, die Einwohner gehen wieder runter. So, und dann schauen wir mal. Okay, die Gewürze gehen auch langsam runter. Das heißt, ich sollte vielleicht meine Gewürze aufbauen. Das ist ja genau das, was ich angekündigt hatte. Dass unsere Gewürze knapp werden werden. Dann würde ich hier mal eine Gewürzplantage hierhin platzieren wollen. Was klappt? Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier wirklich... Gut, ich meine, so hundertprozentig klappen tut es nicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei und vier. Und... Jo. So, also wie gesagt, so hundertprozentig klappt es nicht. Abgesehen davon, dass wir eh erstmal Baumaterialien von dannen tragen müssen. So, dann fahren wir da wieder zurück. Laden ein paar Baumaterialien ein. Dafür sollten wir vielleicht mal die Abgabe an die Bevölkerung ein bisschen einstellen. Die Kaufleute... Die sind alle noch glücklich. Geld haben wir eigentlich genug.
Wie gesagt, wir würden gerne die Gewürzkonzentration ein bisschen erhöhen. Zumindest die im Konteur. Können wir eigentlich hier auch mal... Können wir noch nicht. So, wir sind aber schon bei 700 noch was und schon bei 200 Kaufleuten. Das heißt, arg viel mehr bräuchten wir eigentlich gar nicht. So, dann würde ich dich eigentlich gerne mal zurückgeben wollen. Dich würde ich auch mal gerne übergeben. Dann würde ich gerne mich mal übergeben. Dann würde ich hier sagen, jupp, alles. Jupp, 50. Jupp, alles. Und dann düsen wir mit dir nach da unten. Cheerio. Habe ich jetzt nicht Gewürze angebaut, sondern irgendeinen anderen Schund. Sieht so aus. Wahrscheinlich habe ich Tabak angebaut. Wahrscheinlich. So. Wann kommt denn mein Schiffchen? Ach, ich wollte es eigentlich noch vorher reparieren, glaube ich. Ah, nee. Wollte ich offenbar nicht. Ist offenbar gar nicht nötig. So, wir können mal schauen, ob ihr jetzt viel... Ah, nee, dafür brauchen wir ja eine Universität. Piraten greifen euch an. Una Universität. Por favor. Aber die bauen wir einfach gerade gar nicht. So, da sind auch noch Piraten. Deswegen düsen wir mal da hoch. Und düsen wir mal darüber. Und dahin. Und wie gesagt, also da wollen wir dann halt eine kleine Gewürzplantage hinpflanzen. Wir sind bei 16, das heißt, wir können sogar noch zwei bauen. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist gut. Und dann würde ich die Rohstoffe da eigentlich fast lassen wollen. Eine Gewürzplantage, bitte. Die ist noch nicht fertig. Da geht die Farm so hin. Dann würde ich mal gucken. Hier könnten wir eigentlich die nächste direkt hier hinbauen. Oder hier hinten. So ist auch nicht so schlecht. Wobei ich die dann wirklich so hinsetzen wollen würde, wäre wir dann... Nee, so sogar. Nee, so. Mehr geht nicht. Hier oben, das wäre... Doch, das wird passen. Weil ich jetzt quasi hier... Also hier wollen wir ja zwei rein. Zack, zack. Zack. Und dann müssten wir hier eine Gewürzplantage hinsetzen können. So, hier, so. Seht ihr das? Klappt das? Ich bin der Meinung, ja. Ja, perfekt. Das klappt wunderbar. Dann würden wir das genauso machen. Da ist wieder ein Gewürzfeld. Das ist dann hier... 1, 2, 3, 4, 5. Piraten haben das Feuer eröffnet. Ja. Begreif's doch einfach, hä? Du kannst gucken gehen. Ich hab nix. Du fährst jetzt wieder nach Hause, oder wie? Oh Mann, dass der dann immer sein Ding komplett wieder von vorne abspult. Schon nervig. Okay. Also. Nochmal. Wir wollten da unten Gewürzfeld hinbauen. Zack. Zack. 2, 3, 4. Nee, irgendwie ist da jetzt was falsch. So. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Okay, das passt doch nicht. Oder wir probieren es nochmal aus. So, hier, das wäre ja... Ja, es passt nicht. Ja. Schade.
Okay, aber hier können wir dann trotzdem schon mal dieses Gewürzfeld hinbauen. Und... wisst ihr, ob ich jetzt das eine Feld so verliere? Oder so? Macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Deswegen können wir das einfach so wachsen lassen und dann einfach mal hinhauen. Genau. Das müsste eigentlich relativ undramatisch sein. So, das machen wir aber später. Oder später. Wir düsen wieder nach Hause. Nach einer Pause. Wir geben unseren Einwohnern wieder... wieder die Kapazität, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. So. Bürger, haben wir noch so ein paar? Kaufleute werden immer mehr. Ich bin am Überlegen, ob ich diesen... Rinderwahnsinn hier nicht ein bisschen verschiebe. Weil der kann sich ja wirklich mit dem Ding überschneiden. Und der da eigentlich auch. Man könnte bei den Metzger auch ein bisschen verschieben. Wie schaut denn bei dem mit der Kapazität aus? Das wäre auch in Ordnung. Das ist alles noch von der Dürre, ne? So. Dann würde ich mal hier schauen. Was habe ich denn an Ressourcen, die ich über habe für unseren... Euer Volk wünscht eine Hochschule. Für unseren lieben Freund und Nachbarn. So, und wenn wir 1000 Einwohner erreicht haben, dann würde ich eigentlich die Ressourcen abdrehen. Dann decken wir nur noch unseren Bedarf. Und versuchen, den Bedarf von unserem Kollegen zu bedienen. Ich glaube, das ist einfach am zielführendsten. Wie gesagt, ich glaube nicht. Aber wir machen eigentlich echt genug Geld. Ja. Okay. Der nimmt diese Insel, oder? Der nimmt den Besitz. Sieht eigentlich fast so aus. Schade, die hätte Gold gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, für unsere Karte brauchen wir das nicht. Für unsere Missionen, die werden wir auch so hinkriegen. Hier unten können wir nochmal gucken. Da ist Baumwolle und Gewürze, aber halt kein Gold. Und da ist Kakao, Baumwolle... Euer Volk wünscht ein Theater. Ja. Ich wünsche mir auch viel, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel Klopapier. Aber hey, man kann halt nicht alles haben im Leben. Ja, gut. So, bin ich gerade noch ein bisschen am Überdenken. Ah ja, okay, gut, da war das schon. Den könnt ihr noch ein bisschen reinschieben. So, Alkohol hält sich gerade so ein bisschen stabil. Müssen wir überlegen, ob wir nicht noch einen hinbauen. So vielleicht. Und dann können wir... Ja, ich glaube... das wird... So richtig wird es nicht hinhauen. Na gut. Okay. Haben wir irgendwas... 10, 20. Das können wir eigentlich mal machen. Dann düsen wir wieder zu dir. Hier. Und dann können wir da eigentlich die zweite Gewürzfabrik hinsetzen. So war das nämlich. Bam. So, und dann können wir da eigentlich auch einen Weg reinführen. Den wollte ich machen. Nee. Ich will ja immer nur zwei Felder opfern. So.
Aber eigentlich können wir da sogar die Direktverbindung hinhauen. Wunderbar. Wunderbar. Okay. So, du bist auch schon am Ziel. Dann können wir dir nämlich noch ein bisschen Tabak aufs Auge drücken. Seine Bevölkerung lebt eh viel zu lang. Wieso willst denn du nur 11 Tonnen? Was soll denn das jetzt? Zerstör mein verlässliches Bild auf dich nicht. So, und was wir hier noch einkaufen können, wären halt Nahrung. Nahrung. Holz brauchen wir nicht, Tabak brauchen wir nicht, Stoffe brauchen wir nicht. Wobei wir die Stoffe eigentlich wirklich auch von ihm beziehen könnten. Das könnten wir eigentlich auch machen, dann können wir den Scheiß hier wegschmeißen, dann können wir da mehr Alkohol hin platzieren. Also Lebensmittel und Stoffe können wir ja von ihm... Also eigentlich diesen Niedrigbedarf-Gedönse, das könnte man eigentlich bei ihm holen. Ich würde eigentlich gerne mal speichern. Spielstand gespeichert. So. Ihr dürft noch bauen, genau. Ah, ihr habt keine Rohstoffe. Dann würde ich eigentlich fast mal sagen, wir können eigentlich Ziegel einkaufen, oder? Obwohl, eigentlich nicht. Wofür produzieren wir den Schund? Wenn man dann einkaufen, also das ist einfach dämlich dann. So, was wir halt uns überlegen müssten, langsam mal, ist, ob wir nicht eine Erzmine bauen. Und die müsste dann von der Seite hier kommen. Aber da müssten wir erstmal einen Marktplatz hinsetzen. So zum Beispiel. Oder hier. Da ist dann nur die Frage, wie kommen wir da hin? Weil man muss ja den Marktplatz dahin tun, wo er... Dann wäre das ja eher so. Oder so. Oder... So. Aber wie gesagt, wir sperren dann eigentlich uns die Möglichkeit aus. Also so können wir es auch machen. Dann müssten wir halt mit dem Kai außen rum. Will ich eigentlich nicht. Ich glaube, das wäre wirklich das Sinnvollste. Ob das jetzt sinnvoll wäre oder nicht, sei es mal drum. So rum hingelegt. Nee, nee, nee. So. Da will man zumindest alles abdecken, was wir da unten abdecken können wollten. Da müssen wir uns mal fragen, wenn wir hier noch ein Weingut hinhauen wollen würden. Wovon ich nicht ausgehe, ist ja egal, was man nehmen. Ist ja alles die gleiche Größe. Dann wäre da oben besser. Dann würden wir aber zwei Felder verlieren. So, das Schiff ist ja wieder da. Dann können wir mal gucken, was wir ausladen. Dich laden wir aus. Und dich laden wir aus. Dich können wir auch ausladen. Das ist aber ausladend. Hahaha. So, wie gesagt. Also ich sehe das nicht. Schlicht und ergreifend. Ich sehe nicht, dass wir da ein Weingut hinbauen, wenn wir dann quasi die Möglichkeit hier ein Weingut hinzubauen. Jetzt nicht wirklich blockieren, aber wir müssen dann halt kompliziert außen rum. Insbesondere blockieren wir uns damit in der Hinsicht, als dass wir dann da hinten die Eisenmanufaktur nicht hinbekommen. So, was ich jetzt aber trotzdem gerne mal gucken wollen würde, ist,
Hier wäre eine Erzmine oder eine tiefe Erzmine. Das würde gehen. Das geht deswegen nicht. Nochmal umdrehen. Gucken, würde das hier hingehen? Ja, das geht deswegen nicht, weil wir zu wenig Steine haben. Piraten greifen euch an! Ach, die Piraten, ey. So. Dann würde ich eigentlich dich mal darüber schieben wollen. Und dann würde ich hier sagen... Cheerio! Die Piraten werden langsam echt viele. Aber... Ja, doch, jetzt nimmt er sie, oder? Ja. Definitiv. Nein! Ich bin irritiert. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die nicht einfach besiedeln soll. Piraten haben das Feuer eröffnet. Wegen Stoffen. Apropos Stoffe. Habe ich eigentlich noch genug? Ja. Beides auch so ein Ding ist, wo man mal sagen könnte, hey, da verlasse ich mich auf meinen Partner. So, dann gehst du mal dahin. Dann reparieren wir dich. Was ist bei dir? Das ist noch okay. Wie gesagt, das ist da unten. Das könnten wir uns überlegen. Ein Schiff wurde repariert. Aber eigentlich... Freibeuter lauern euch auf. Ach ja, ist ja gut, Jungs. Eigentlich brauchen wir das gar nicht. So, der geht gerade ein bisschen zurück. Das ist so ein bisschen suboptimal. So ein bisschen. Aber wie gesagt, sobald wir unser Ziel erreicht haben, kümmern wir uns um ihn. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, können wir halt wirklich sagen, hey, okay. Wir betreiben einen soliden Handel. So. Können wir hier die Lagerkapazitäten noch ein bisschen erhöhen? Ich bin gerade mal am Einkauf, Verkauf. Was ist denn gerade das Maximum eigentlich? Wahrscheinlich 100. Ja gut. Ob wir das jetzt noch aufdrehen müssen, das weiß ich nicht. Geld machen wir auf jeden Fall derzeit einfach echt genug. Wie gesagt, das ist halt einfach wirklich dieses, wenn man langsam wächst. Klar, im Netzwerk, wenn man Druck von anderen hat, dann ist das mit Sicherheit anders. Aber mit den Computergegnern, die richten sich so ungefähr an dein Tempo, da ist es eigentlich total easy. Peasy. Dich wollte ich eigentlich reparieren. Naja gut, beim nächsten Mal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und jetzt müsste es ja eigentlich gleich wieder runtergehen. Nein. Wir haben schon 600 Kaufleute. Und 41, 933 und 41. Dum, 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 da, 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 da. So, die müssten sie ja jetzt auch bald mal migrieren. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann wären wir eigentlich fertig. Also, eine Konversion ist ja irgendwie 40. Dann wären wir bei 45. Okay, denen fehlt die Schule. Aber Privatunterricht für die gibt's nicht, sorry. So.
So. 625, 960. Das heißt, jetzt wäre die nächste Baustelle fällig. Die Frage ist, wo? Aber dafür bräuchten wir erstmal, glaube ich, 8 Steine. Oder ich weiß nicht, wie viele. So, zur Not bauen wir halt nochmal irgendwo irgendeinen. Genau, 7. So, jetzt muss gleich das nächste kommen und dann haben wir es geschafft, schon fast unser Ziel zu erreichen. 13. Wieso migriert ihr nicht? 21. Hey Jungs. Traut euch. Franklin. Franklin. So, wir können nochmal gucken. Tabak wird langsam auch knapp. Tabak wird langsam auch knapp. So, das heißt, wieder irgendein Bürger ist konvertiert, wahrscheinlich der hier. Da auch. Das heißt, ihr könnt jetzt noch ein bisschen wachsen. Und dann wäre das eigentlich schon fast erledigt, unser Ziel. Ich meine, ich kann jetzt auch sagen, hey, okay. Da kann man übrigens einen Stein noch hinpacken. So, wir sind bei 195 Bürgern. Und wie gesagt, also eigentlich bin ich der Meinung, es ist bloß noch eine Frage der Zeit, bis wir es geschafft haben. Der Tabak macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist halt genau das, was ich immer meine. Man sollte halt das Zeug immer im Auge behalten. Schaut es eigentlich mit dem Alkohol aus? Der erholt sich so allmählich. Aber wie gesagt, der Tabak ist jetzt halt knapp. Und wie gesagt, wenn wir 1000 haben, dann werden wir halt wirklich sagen, okay, es reicht. Weil es dann echt genug ist. Also wie gesagt, für unsere Aufgabe reicht es wirklich. Wir haben ja über 700 Kaufleute schon. Also unser Ziel ist locker erreicht bald. Dann müssen wir halt stabile Verhältnisse erschaffen oder erzeugen. Und wenn wir das dann erreicht haben, dann ja, was soll ich sagen? Dann haben wir das halt auch. So, jetzt gucken wir mal nach Lebensmittel und Stoffe. Die sind auch nicht mehr so tralle. Der Tabak, der ist gerade relativ stabil übrigens. Können wir mal gucken, habe ich noch? Okay, nee, der ist verbraucht. Boah, ich bin so verbraucht, ey. Okay. Ah ja, wegen diesem Engpass, ne? Wegen dieser Dürre. Okay. Das Schiff, da können wir hier noch ein bisschen Lebensmittel abschieben. Den Tabak würde ich jetzt eigentlich mal so lassen, weil wir den gerade für uns selber brauchen. Gewürze passt. Alkohol passt. Stoffe wachsen gerade so ein bisschen. Ich würde jetzt trotzdem mal zu unserem Kollegen nach da unten düsen. Und einfach noch ein paar Lebensmittel holen und Stoffe. Und dann können wir wirklich unsere Stoffproduktion eigentlich einstellen, weil der produziert echt eine Menge Stoffe. Ich weiß nicht, ob wir zu 25 Taler die Stoffe produziert kriegen. Es macht aber auch eigentlich keinen großen Unterschied, weil wenn wir wirklich dann Alkohol haben, und wir sind bald soweit, wenn wir dann wirklich Alkohol haben, dann haben wir ihn.
Den können wir verkaufen und der braucht wesentlich weniger Platz als jetzt Lebensmittel und... So! Eure Stadt hat eine Größe von 1000 Einwohnern erreicht. Damit bin ich glücklich. Es kommen ja dann eh noch... Na gut, es kommen dann vielleicht noch Einwohner weg. Aber, okay, ich wollte gerade sagen, die Felder müssen ja auch noch voll werden. Da gibt es ja noch so ein paar Migrationsbewegungen, aber das reicht mir eigentlich schon. Wie gesagt, das reicht ja schon wirklich. Jetzt müssen wir halt wirklich für stabile Verhältnisse sorgen. Dazu müssen wir halt noch ein paar Betriebe ausheben. Da kommen dann ja auch noch Leute dazu. Tabak. Definitiv Tabak. Holz. In dem Sinne brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Zumal wir das da eh bei ihm kaufen könnten. So, dann würde ich das doch glatt mal machen. Die brauchen wir gerade nicht, aber Holz brauchen wir auch nicht. Aber wie gesagt, also das können wir jetzt eigentlich wirklich dicht machen, das Holz. Und dann machen wir hier halt wirklich Hochlevel-Manufaktur. Das mag ich eigentlich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so dieser Freund von sich in Abhängigkeit begeben. Aber ich denke, für diese Karte ist es definitiv zielführend. Und wir brauchen halt ganz dringend Tabak. Und deswegen würde ich eigentlich fast hier mal sagen... Danke, danke. Das machen wir jetzt halt einfach mal. Pam. Ist für mich auch eine völlig neue Erfahrung. So. Tabak war das. Da müssen wir mal überlegen, wie wir den geschickt platzieren. Dann würde ich hier eine Tabakplantage hinsetzen. Einmal. Also wir wollen ja das Maximale rausholen. Das wäre ja eigentlich dann hier hinten. So. Das würde gehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Können wir nochmal viermal Tabak hinsetzen? Da würde ich sagen, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das geht alles hier runter. Und das hier wäre dann so. So, das ist Tabakfeld Nummer 1. So, den Steinmetz haben wir ja. Dann würde ich mal hier Tabakfeld Nummer 2 platzieren. Ich meine, einmal gäbe eh einen Überlapp. Das heißt, da kommen wir gar nicht weg. Freibeuter lauern euch auf! Okay. So, da kommen die Gewürze. Gewürze habe ich da noch genug eigentlich. Ja. So, dann würde ich hier die Lebensmittel mal wegbringen. Holz brauchen wir gerade gar nicht. Wie gesagt, das brauchen wir eigentlich zum Bauen, aber das können wir ja jederzeit nachkaufen. Würde ich sagen, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Pam? Piraten haben das Feuer eröffnet.
Eins, zwei, drei und vier. Ich weiß nicht, was mit diesem bescheuerten Piraten los ist. Okay, dann gehst du mal dahin und dann reparieren wir dich jetzt einfach mal. So. Das war jetzt ein bisschen doof, wie ich das platziert habe, aber das können wir ja alles nochmal wieder weglöschen. Ja, genau. Das dachte ich mir. Ein Schiff wurde repariert. Da habe ich mich verzählt. So, und dann kannst du wieder auf Reisen gehen. Perfekt. Okay. Die Sache mit dem Tabak läuft so halbwegs. Dann würde ich halt, da würde ich wirklich wieder so eine Tabakfarm hinbauen. Hier. Und dann kann man zack, zack machen und zack, zack. Das heißt, wir machen das wirklich hier so. Können die auch dahin bauen. Vielleicht ist sie dann näher. Aber ist ja auch egal. So, Steine haben wir ja noch genug. Also, zack, zack. Zack, zack. So. Und dann können wir eigentlich wirklich auch mal sagen, wir verbessern die Anbindung hier. So. So. Wie schaut's bei dir aus? Du musst auch repariert werden. Sorry, tut mir leid. Aber das machen wir jetzt einfach. Wunderbar, dann können wir hier schon mal eine Tabakplantage hinsetzen. Ein Schiff wurde repariert. Du kannst wieder auf Reisen gehen. So. Da haben wir uns jetzt ein bisschen viel Zeit gelassen. Ich hoffe ja mal, dass das jetzt gleich hochblöbelt, weil ich ganz gerne warten würde, bevor ich die Tabakplantage hinsetze. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Och, das ist aber ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Das ist aber echt lieb von denen. Dann bauen wir mal ein Denkmal für uns. Irgendwohin. Irgendwo mitten in die Stadt, wo die Bürger das auch sehen können. Zum Arzt. So, dann haben wir da dich auch fertig. Dann können wir da den Tabak hinpflanzen. Zack. Und dann haben wir hier eine Tonne. Da haben wir 0 Tonnen. Okay, das ist nicht so geschickt, aber es ist so. Wie gesagt, die Lebensmittel wollen wir ja in Zukunft eh von jemand anders holen. Ausgezeichnet. Und dann würde ich zu dir mal sagen, wir bauen hier jetzt eine Tabakfabrik hin. So. Da ist 1, da ist 3. Wenn wir bei 4 und 2 sind, dann würde ich den mal pflanzen. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Okay, der ist leider tot. Interessiert mich gerade aber auch nicht wirklich. Ich meine, wir können hier natürlich, okay, wir können sagen, ist schon in Ordnung. Und dann können wir hier eigentlich Kais hinsetzen. So, zack, 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 zack.
zack. Dann kommt man nämlich auch noch zu euch. So. Käme da die Feuerwehr überhaupt hin? Ja, sie täte es. Okay, dann können wir eigentlich auch mal anfangen, unser Stadtnetz ein bisschen zu verschönern. So. Damit beschleunigen wir auch alles so ein bisschen. Und dann würde ich jetzt wirklich mal die Manufaktur hier hinsetzen. Pam. Das sollte die ersten Probleme unserer Tabakproduktion beseitigen. Wir sind bei 46, das beobachten wir jetzt noch. Und dann würde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Ich denke, das ist jetzt auch schon wieder genug für eine Sonntagsfolge. In diesem Sinne, Cheerio mit O und so. Und er produziert auch ganz schön. Natürlich ungerade Zahl. Macht aber auch nichts. So, hier, wie ist die Auslastung? 92%. Da ist die Auslastung bei 100%. Das ist ja perfekt. Wie gesagt, da würde ich vielleicht ein bisschen hochdüsen, aber ich will die Tonne nicht verschwenden. Bei den Lebensmitteln müssen wir uns halt noch ein bisschen was überlegen. Tabakwaren müssen wir gucken, ob man die vielleicht noch ein bisschen besser steuern. Da würde ich vielleicht sagen, kann man hier unten nochmal einmachen. Und dann hier hinten auch nochmal. Das reicht halt nicht. Da kriegen wir nur noch einen unter. Keine zwei. Hier täten wir... Da täten wir noch einen Nachkrieger. Hier würden wir noch einen hinbekommen. Dann wäre dafür allerdings wirklich der andere zuständig. Dann würden wir keine Mine mehr bauen, obwohl die könnten wir ja noch da hinsetzen. Also das könnten wir schon machen. Dann würden wir allerdings hier einen in die Mitte setzen, einen Marktplatz. Quasi hier so runter. Ja, das wäre fast eine Möglichkeit. Und dann würden wir quasi die Tabakmanufaktur, dann würden wir die Waren direkt abholen und die Tabakmanufaktur würde direkt neben dem Ding liegen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Ja, und wie kann ich das jetzt kaufen? Offenbar gar nicht. Okay, ein Schiff wurde zum Verkauf angeboten, aber es ist nicht käuflich. Weil es halt nur bestimmten Leuten zum Verkauf angeboten wird. Offenbar, keine Ahnung. Wunderbar. So, wir schauen nochmal nach unserem Tabak. Das war ja das, was ich eigentlich machen wollte. Er steigt langsam wieder. Das heißt, das ist super. Das heißt, dich würde ich jetzt gerne auf die Runde schicken. Also abgesehen davon, dass ich dich mal gerne rüberschmeißen würde. Dann würde ich dich mal gerne wieder auf die Runde schicken, Lebensmittel zu holen. Cheerio. Und dann hätten wir da auch schon wieder Lebensmittel. So, und den müssen wir halt jetzt langsam mal wirklich mit Alkohol versorgen. Und wie gesagt, Holz können wir uns da ja auch holen, falls wir das brauchen. Zur Not bauen wir halt selber wieder eine Holzplantage irgendwo hin. Aber für den Anfang würde uns das jetzt reichen. Ich würde jetzt auch an der Stelle eine kleine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio, ich speichere schnell. Cheerio mit O und man sieht sich. Wie gesagt, unseren Teil der Abmachung haben wir erfüllt. Jetzt geht es wirklich nur noch darum,
den anderen mit seinen Bedarfsgütern zu versorgen. Und da können wir eigentlich mal überlegen, ob wir dafür nicht eigentlich eine eigene... Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Genau. Ob wir dafür nicht ein eigenes Schiff aufbauen, eigene Versorgungszentren bereitstellen, wie gesagt, hier gibt es Weintrauben und Tabak, hier gibt es Weintrauben und Tabak, und das ist ja das, was er braucht. Er braucht Wein, Tabak und Gewürze. Und hier unten könnten wir auch noch Gewürze bereitstellen. Zur Not auch Kakao, wenn er den unbedingt braucht. Insofern haben wir jetzt alle Möglichkeiten. Das allerdings werden wir uns erst in einer nächsten Aufnahmesitzung ansehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und man sieht sich. Hoffentlich. Ciao.